Another day, another dollar. Oder eben eine neue Katze. Gott, oh, es geht wieder los hier. Wup, wup. Jo. Also wir stehen hier bei einem Bauern. Sieht zwar nicht nach Bauernhof so aus, aber es ist auf jeden Fall einer, der pflanzt hier so Tomaten an und Gurken und Paprika. Chilis hat er, Olivenöl, Salsiccia macht er, Käse macht er auch noch. Ja, also viele Sachen kannst du bei ihm in dem Hofladen kaufen. Schmeckt noch gut. Guck, und dann kannst du hier schön bei ihm unter die Palmen, wollte ich schon sagen, unter die Bäume stellen. Kostet nichts. Es ist aber natürlich schön, die Leute freuen sich, wenn du natürlich was im Hofladen kaufst. Genau, nennt sich Agri-Camper. Gibt es so in Italien, gibt es auch, glaube ich, andere Apps in Deutschland. Wir haben jetzt Agri-Camper und ja, die Katze hier, komm. Die gibt es halt gratis dazu. Oh, oder auch nicht. Nee, hat schon einer versucht, okay. War noch gestern gute Freunde, Mann. Ich habe ihn gestern mit Käse und Burger, Cheeseburger hat er gegessen. Selbst gemacht natürlich, war gut, ne? Gell? Wie heißt du denn? Hä? Das dürre Ding, du. Der kann auch 3 Cheeseburger vertragen. Siehst du das? Also viel zu fressen kriegt der hier nicht. Gut. Dann will ich euch noch mal eben kurz was anderes hier zeigen. Ah ne, vorher noch mal kurz. Wasserstelle ist da. Stromkabel liegt. Vielleicht noch eben 2 Sätze dazu, wer sich für den VW Grand California 600 da ein bisschen genauer interessiert. Muss auf jeden Fall immer aufpassen. Niemals die Klappe auflassen, wenn du die Tür benutzen möchtest. So, Wasser habe ich schon wieder aufgefüllt. Kannst du bei ihm hier gratis kriegen. Ganz nice. Passen 110 Liter rein. Jo, gehen auch relativ schnell weg, finde ich. Bis jetzt so die Erfahrung, 2 Personen. Ja, das ist das Kennzeichen MKK. Also da kommt er her. Das ist ein bisschen gemietetes Reisemobil, würde ich sagen. Campervan. So, Strom ist dran. Der ist jetzt am Normalstrom. Genau, geht er mal ran, Kader. Hier ist aber ein Starkstrom, wie ich das sehe. Es gibt auch Starkstrom auf Starkstrom. Lädt mit Normalstrom so, ja, also eine ganze Nacht braucht er auf jeden Fall. Bis der wieder voll ist. Sonst beim Fahren geht es super schnell. Also das zeigt immer 100% an. Jo. Und hier ist das erste Mal jetzt der Kühlschrank ausgefallen, weil die Batterie nur noch 20% hatte, die Zusatzbatterie. Und ja, dann ging der Kühlschrank nicht mehr. Dann haben wir es aufgeladen, hat aber ewig gedauert. Bestimmt, 3-4 Stunden. Dann ging er wieder. Ne? Genau, hätte es wahrscheinlich auch einfach fahren können. Aber ich will nur sagen, ohne das Solarmodul oben, es gibt ein Solarmodul, dann kann der halt auch sich selber mit Strom versorgen. Die Batterie hält so eine Nacht, anderthalb Tage, sag ich mal, dann ja, ist die sozusagen durch. Das wollte ich nur schon mal sagen. Habe schon mal ein paar Infos vorweg zum VW Grand California. Ne, Markise habe ich noch gar nicht benutzt. Stühle und Tische zeige ich euch nächstes Mal, sind dabei. Die Katze ist auch dabei. Und jetzt wollte ich euch noch mal kurz was anderes zeigen. So, hier kann man noch mal den Hof so sehen. Ist auch so ein bisschen abgelegen, sage ich mal. Aber was ganz nice ist, 2 Sachen. Eine Sache ist ganz nice. Nein, nicht die Felder, sondern da hinter den Olivenbäumen, also sein Feld, das geht noch ein bisschen, hast du direkt einen Strandzugang und der ist ganz für dich alleine. Bist direkt am Mittelmeer, also das ist sehr, sehr nice. Du musst ungefähr, ja, man kann es jetzt nicht sehen, aber sagen wir mal 100 Meter da hinten am Ende. Einfach mal schön am Meer. Kommen da romantisch die Schafherde vorbei, wa? Guck mal, die für den Staub aufwirbelt. Der Schafzug ist coming. Junge, guck mal, was für ein langer Zug das ist. Wo gehen die denn jetzt hin? Oh no, jetzt stoppt der vorne.
Hey, knallt es die ganze Zeit. Hey, ich frage mich, der knallt den ganzen Tag schon. Ich frage mich, ob der irgendeiner schießt, also ob gejagt wird. Muss ich ihn gleich nochmal fragen. Noch keinen gesehen. Na, wie gesagt, 100 Meter in die Richtung, komplett das Mittelmeer, mit einem Sandstrand, keine Kiesel oder sowas. Sehr, sehr nice. Hast du auch alles inklu. Guck, hier liegen die Melonen rum. Ich wollte euch aber nochmal was anderes zeigen, was ich sehr, sehr witzig fand. Ja, genau, Melonen hat er auch. Moment, jetzt zeige ich euch nochmal was. So, also voll viele bieten dir dann noch eine extra Toilette oder eine Dusche. For free, so eigentlich wie auf dem Campingplatz. Na, also hier ist hier auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das habe ich jetzt schon öfters in Italien gesehen, hier so ein Hinhock-Ding. Ja, Junge, das kannst du natürlich komplett streichen. Zu der Dusche und zu der Toilette im VW Grand California kommen wir dann später nochmal. Ob das überhaupt benutzbar ist, ob das nicht viel zu winzig ist, weil voll wie in Campern ist das viel zu klein, du kannst es überhaupt nicht benutzen. Es sei denn, du bist Lilliputaner oder sehr klein gewachsen halt, so gefühlt, ne? So, Hühner hat er auch. Auch schön, ich wollte euch aber nochmal den View zeigen. Also hinten hast du richtig schön die Berge und vorne raus hast du richtig schön das Wasser. Also ist schon sehr, sehr nice und also ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir auf jeden Fall besser als ein Campingplatz. Es gibt bestimmt super nice Campingplätze. Muss ich mir auch noch mal gucken. Aber ich finde das halt eine geile Idee, ne? Lassen sich umsonst stehen, du kommst in Kontakt mit den Leuten hier, ne? Die wollen immer quatschen, die wollen sich austauschen, die wollen geben dir Tipps und was weiß ich. Ne? Dann hast du hier den Meerzugang. Brauchst du nicht mal mehr zum Supermarkt gehen, weil du hast hier alles. Ne? Wenn du Glück hast, laden sich noch zum Essen ein und grillen mit dir. Also gut, aber wir waren jetzt hier nur für 2 Nächte und wir fahren jetzt auch weiter. Wohin, siehst du jetzt gleich. Einfach mal die Autobahn hier auf 2000 Meter oder sowas, keine Ahnung, na, wahrscheinlich nicht so viel, übertreiben wir es nicht. Guckst einfach komplett bis zum Horizont. Junge, und ganz ehrlich, ich sehe da keine Erdkrümmung, ne? Ist alles flach. Oh oh! Nee, Spaß. So, dann ich danke dem Kameraassistenten, dass er gefilmt hat. Ja, das ist doch romantisch. Hier schön mit so einem Kriegsschiff, der Sonnenuntergang. Fähre nach Sizilien. Der eine Captain macht mit dem anderen Captain Race, wer schneller da ist. Ja. Fähre, keine Ahnung, Überfahrt dauert so gefühlt 20, ach keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten. Da vorne siehst du schon Sizilien und kostet einfach 50 Euro. Junge, also ist auf jeden Fall ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Ich gehe mal ein bisschen vor. Oh ne, da kann ich das Handy jetzt nicht rüberhalten, ne? Sonst ist nämlich gleich weg, richtig dämlicher Idiot, filmt irgendwas und dann Handy flutsch. Ne, das mach ich jetzt nicht. Aber da hinten sieht man noch, dass da, wo wir hergekommen sind. Guck mal, also das ist echt keine 10 Minuten weg. Und da vorne wollen wir hin. Auch keine, sagen wir, 10, 15 Minuten weg. Ja, 50 Euro. Also fand ich jetzt ein bisschen happig, muss ich sagen. Und war auch der günstigste Kurs. Hab alles gecheckt. Aber für einen Profi finde ich es ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne? Elbfähre, 12,50. Fertig der Bums. Ne, ich weiß nicht, das sind eigentlich nur Einheimische, sind nur Italiener hier drauf. Ja, also, italienische Touristen. Ach, das können auch italienische Touristen sein, das stimmt natürlich, klar. Klar, das stimmt. Okay, also, nächste Folge dann aus Sizilien. So. Die Wohnmobile stehen schön alle in der LKW-Reihe. Ja, und rate mal, wer als erstes fahren darf. Die Mitte. Nee, ich rede nur mit dem Dings hier. So, jetzt sind alle ganz wuselig. Jeder will schnell zu seinem Auto. Aber was soll passieren, wenn ich nicht fahre? Ja, dann bleibt er stehen. Fertig. Da steht er. Jetzt geht's los. Aber ich muss sagen, war zwar teuer für 20 Minuten Überfahrt, muss ich sagen. Also im Verhältnis, finde ich. Aber das Schiff mega ruhig. Du merkst gar nicht, dass er fährt. Oha, der macht aber schon relativ schnell jetzt die
die Rampe runter. Oh, jetzt mal Avanti, ey. Das hat jetzt viel gequatscht. Ich habe gedacht, das dauert länger. In Deutschland dauert das auch länger. Okay. Jetzt hupt der LKW ja gleich. Ja. Avanti, Avanti. Zack. Oh. Das ging schnell. Katzenbaby war noch einmal in der Welt. Ich habe ihm gesagt, er soll dann nicht.